Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute ein richtig, richtig cooles Video für euch. Und zwar habe ich heute das Full Face mit Essence Make-up für euch. Ich war bei DM, habe relativ viel Geld dagelassen. Manche Sachen hatte ich schon da. Ich habe auch extra geguckt, dass die Sachen, die ich da hatte, natürlich auch aktuell sind. Heißt, ich hatte zum Beispiel eine Konturpalette da gehabt. Das war auch die neueste Konturpalette von Essence. Also ich habe halt echt darauf geachtet, dass selbst wenn ich ein Produkt zu Hause hatte, dass es wirklich auch aktuell ist und nicht von irgendeiner ganz alten LA oder Kollektion oder irgendwas, sodass ihr es auf jeden Fall noch kriegen könnt. Und ich auch nicht so ganz alte Sachen review. Also, ich wohne in einem kleinen Dorf, ja. Bei mir in meinem Dorf gibt es aber tatsächlich zwei DM. Ich war zuerst in einem DM und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, der andere DM hat ja meistens mehr Sachen. Meistens gehen da nicht so viele Leute hin wie in dem anderen, warum auch immer. Und dann bin ich dahin. Und es war tatsächlich so, dass beide Essence-Stände 1:1 dasselbe hatten. Diese aktuelle LA war komplett auch ausverkauft, davon habe ich nichts. Also ich habe wirklich Sachen, die im Standardsortiment enthalten sind, soweit ich weiß. Also in einem ganz normalen Essence-Regal. Ich habe sage und schreibe ungefähr, glaube ich, um die 34 Euro ausgegeben. Wenn man die Sachen, die ich schon zu Hause hatte, mit dazu rechnet, würde man, ich denke, plus minus auf 40 Euro kommen, was für Essence Make-up finde ich schon krass. Aber nichtsdestotrotz werden wir natürlich das Ganze jetzt ausprobieren, gucken, wie alles sich so verhält, wie alles so miteinander reagiert und gucken, wie das Ganze so auf meiner Haut aussehen wird. Und ich bin super, super gespannt. Und wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, dann bleibt gerne dran und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen. I still got my money. Mit einem Primer und zwar habe ich hier den Essence Prime in Studio Mattifying and Pore Minimizing Primer. Den gibt es, meine ich, schon öfter. Ich habe ihn allerdings wirklich überhaupt gar nicht ausprobiert und eigentlich auch alle Sachen, die hier liegen, habe ich auch irgendwie nie so richtig verfolgt. Also ich habe nie so richtig was darüber gehört, ob es jetzt gut ist oder schlecht ist. Weder was Positives noch was Negatives. Umso cooler, dieses Video zu machen für euch, weil erstens werde ich hier Sachen ausprobieren, die ich noch nie ausprobiert habe und vielleicht neue Schätze entdecken. Und genauso gut, wenn ihr auf meine Meinung vertraut, werdet ihr auch vielleicht neue Schätze für euch entdecken. Ich benutze jetzt den Primer von Essence. Ja, also ich werde jetzt nicht immer wieder Essence sagen, weil alles hier ist von Essence. Also ich werde jetzt den Primer benutzen und ich glaube, den werde ich mir so auf meine Handrücken erstmal geben. Oh ja. Der ist so grau, wie ihr sehen könnt. Ich bin super gespannt. Ich habe ich habe nichts auf meinem Gesicht. Seht ihr das? Das ist, als wären so Körner drin, aber da sind keine Körner drin, soweit ich es jetzt erfüllen kann. Aber es fühlt sich so an irgendwie. Und das verteile ich jetzt auch einfach so mit den Fingern. Der Geruch ist sehr angenehm, sehr neutral. Also ich rieche da jetzt nicht so einen übertrieben parfümierten Geruch raus. Aber ich bin auch nicht so geruchsempfindlich, ehrlich gesagt. Und es fühlt sich halt an wie eine ganz normale Pflege. Es wird nicht sticky. Es fühlt sich ganz, ganz normal an. Also hab da jetzt auch nichts zu meckern. Ob meine Poren sich tatsächlich verfeinert haben, weiß ich jetzt nicht genau. Wir kommen jetzt zu der Foundation. Und ich habe hier die Essence Hashtag InstaPerfect Liquid Makeup Foundation hier. Die habe ich, glaube ich, schon einmal gesehen auf Instagram. Aber ich habe weder eine Review oder irgendwelche Kommentare mir durchgelesen zu dieser Foundation. Die Farbrange ist zu Essence-Verhältnissen wirklich schon gut gemacht. Also ich hatte da, glaube ich, 12 Farben, meine ich. Bin mir nicht ganz sicher, kann sogar mehr sein. Aber ich fand die Farbabstände sehr, sehr weit auseinander. Also ich hatte jetzt zum Beispiel hier die 60 und hätte ich eine Nummer dunkler genommen, dann wäre das Make-up viel zu dunkel gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Und eine Nummer heller wäre viel zu hell gewesen. Ihr kennt ja auch das Licht im DM. Das ist eine Katastrophe, dort überhaupt etwas zu sehen. Wenn ich eine Farbe swatche, ist es am Ende eine ganz andere Farbe. Also, so, ich gebe mir erstmal was. Oh. Okay, das ist flüssig. Hätte ich nicht gedacht. Seht ihr das? Wie das. Boah. So sieht die Foundation jetzt aus. Ich werde das Ganze mit einem Pinsel übrigens auch auftragen. Und zwar dippe ich einfach meinen Pinsel so rein und gebe mir das dann in mein Gesicht auf.
Die Farbe passt relativ gut. Also wie gesagt, ich hätte echt eine Nuance dunkler gebrauchen können, aber wie gesagt, das wäre dann zu dunkel geworden. Tatsächlich auch sagen, dass es in der Kamera ziemlich hell aussieht. So, ich habe euch jetzt ein bisschen dunkler gestellt, aber auch nur ein bisschen, weil sonst wird es zu dunkel und ihr erkennt gar nichts mehr. Natürlich passt die Farbe nicht perfekt, ne? Also wenn man jetzt zu meinem Hals guckt, ich bin deutlich dunkler. Ich sehe aus wie Geisha. Ich mache jetzt weiter mit dem Essence Camouflage Matte Concealer. So schaut der aus und ich habe den noch nie gesehen. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber in einer anderen Version. Ich wusste nicht, dass es jetzt eine matte Version gibt. Hier steht auch noch drauf Waterproof und Tattoo Covering. Es scheint extrem deckend zu sein und das gebe ich mir jetzt einfach mal unter mein Auge. Machen wir erstmal eine Seite und das blende ich mal mit dem Schwamm aus. Das wäre der direkte Vergleich vorher-nachher. Mit dem Concealer, ohne Concealer. Aber jetzt so den direkten Vergleich zu sehen, ist ja schon krass heftig. Ich glaube, ich mache mir noch eine kleine Schicht hier drüber. So ungefähr, einfach um zu gucken, ob es aufbaubar ist. Aber der Concealer gefällt mir gerade tatsächlich super, super gut. Also wirklich, finde ich super. Und die Farbe passt auch eigentlich sehr gut. Ich mag es ja generell unter dem Auge so ein bisschen heller. Dann würde ich auch schon sagen, wir kommen zu unserem Essence All About Matte Fixing Loose Powder. Und zwar habe ich das bei Müller gefunden tatsächlich. Und das hatte ich schon da. Ich hatte es schon da, weil die Jasmin Lia es in ihrem Video mal empfohlen hatte. Und ich musste direkt los, um mir dieses Puder zu besorgen. Hab's tatsächlich auch zweimal. Das zweite liegt in der Verlosungsbox. Ich hatte es damals ausprobiert und das, glaube ich, mit dem Elf Concealer getestet oder mit dem Tarte Shape Tape. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Es muss eins von den beiden Concealern gewesen sein, sonst hat nicht funktioniert. Da das aber Essence ist, müsste es ja eigentlich funktionieren, oder? Das Ganze werden wir jetzt ausprobieren. Und dann nehme ich mir so einen Pinsel und gehe in den Deckel, sodass ich ein bisschen Produkt habe und klopfe ein bisschen ab und fixiere damit unter meinem Auge. Es mattiert auf jeden Fall. Es fixiert auf jeden Fall auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es mit diesem Concealer sogar super gut klappt. Wir werden auf jeden Fall noch baken, aber ich werde erstmal konturieren. Ich muss immer erstmal alles hier abpudern und fixieren, damit mir das nicht hier weiter in diese Fältchen rutscht. Jetzt werden wir nämlich konturieren. Und ich habe hier das Essence Contouring Duo. Ihr seht, dass ich das nutze, dass ich es benutze und oft benutze. Ja, ich habe hier bei dem einen schon Hit the Pan, ja. Also, ich muss was zu diesem Produkt sagen. Und zwar, ich meine, ich habe mir das vor einem Monat ungefähr gekauft und benutze es auch täglich in meiner Routine. Dann habe ich mir gedacht, nach so einem Monat oder so müsste doch Essence, oder kann sogar zwei Monate sein, ne? Also kann sein, dass ich mich da irgendwie täusche. Aber Essence muss doch irgendwie ein neues Produkt rausgebracht haben, oder? Nein, eben nicht. Denn ich war heute nämlich beim DM und habe nämlich genau danach geschaut, weil ich wusste, ich habe das schon da. Also könnte ich ja theoretisch mal ein anderes ausprobieren, falls es da eins gibt. So, dann war ich da gewesen und natürlich gab es kein anderes. Es gab noch diesen ganz großen Bronzer für 3 Euro. Aber Leute, das sieht aus wie Gesichtspuder von der Farbe her und es gibt es einfach nicht in dunkler. Und ich hätte damit nichts anfangen können, deswegen benutzen wir das. Nachdem ich konturiert habe, werde ich jetzt baken. Und zwar bake ich mit meinem Schwamm. Ich bin da gerade in das lose Puder reingegangen und gehe erstmal entlang meiner Nase. Denn ich habe eine Riesennase. Und bake quasi so die Kontur bis nach oben. Und meistens ziehe ich mir das dann auch so ein bisschen runter. So lasse ich das dann. Ich würde sagen, wir machen jetzt weiter mit Rouge. Ich habe dort mehrere Rouge gesehen, die mich auch eigentlich angesprochen haben. So ganz normale kleine, süße, diese in diesem Döschen drin. Dann habe ich aber neben den Lidschatten eine Palette entdeckt. Und zwar ist das die Crystal Power Blush and Highlighter Palette. Die schaut so aus. Dann habe ich sie geöffnet und mir so gedacht, wow. Also das ist eine Blush and Highlighter Palette. Zwei Blushe und zwei Highlighter. Ein sehr heller, ein goldener und halt die zwei Blushtöne. Und es kommt mit einem Spiegel, wo ich mir dachte, wow. Sogar Essence schafft es, einen Spiegel an ihre Paletten dran zu kriegen. Ich meine, ich kann euch das auch mal swatchen. Ich swatch euch das mal. Also ich gehe erstmal in diesen Ton und in diesen Ton. Ich finde,
die Farben unfassbar schön. Ich swatch euch das hier. Schön, oder? Also wie ihr sehen könnt, ist dieser Ton extrem hell. Also sogar den könnte ich als Highlighter benutzen, schon fast. Ich gebe mir jetzt aber den dunkleren Ton auf meine Wangen und bin jetzt auch richtig gespannt. Gefällt mir. Oh yes. Das ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Bei den Augenbrauen gibt es jetzt natürlich etwas Redebedarf. Und zwar natürlich, wir kennen es alle, ja, Augenbrauen ist so ein Thema für sich. Wir kennen alle dieses Essence Eyebrow Gel von denen, dieses Gel in diesem Pot, ne? Und es ist einfach für uns alle zu hell. Jedenfalls für Mädels mit dunkler Haarfarbe, so wie ich. Alles, was ab braun bis dunkler geht, das ist den Leuten einfach zu hell. Dieses Augenbrauengel, selbst das dunklere, es gibt ja zwei Versionen davon, eine helle Version, eine dunkle, es ist immer noch zu hell. Und es ist viel zu aschig. Es ist viel zu aschig. Es gefällt mir gar nicht. Ich habe dieses Augenbrauengel verschenkt. Ich hatte diese Pomade mal. Ich habe sie tatsächlich einer Freundin geschenkt. Kennen wir natürlich alle die ganz normalen Essence Augenbrauenstifte. Die ganz normalen, die es zum Anspitzen gibt, die tatsächlich, glaube ich, auch nur 1 Euro oder 2 kosten. Letztendlich habe ich so einen noch zu Hause und ich zeige euch mal, wie meiner aussieht. So. Denn er wurde tatsächlich auch benutzt. Dieser Augenbrauenstift wurde von mir jahrelang benutzt, deswegen sieht er auch so aus. Da ich das zu Hause habe, habe ich es nicht nochmal gekauft, aber der ganz normale Essence zum Anspitzen Augenbrauenstift für 1 oder 2 Euro. Und damit werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal meine Augenbrauen machen. Und das Ganze werden wir jetzt auch im Schnelldurchlauf machen, denn Augenbrauen sind kompliziert. So, meine Augenbrauen sitzen so gut es geht. Ich werde jetzt noch kurz meine Augenbrauen umranden. Und zwar benutze ich denselben Concealer wie gerade. Ich habe hier noch das Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Da habe ich auch geguckt, ob es eine neuere Version davon gibt. Gab es leider nicht. Deswegen habe ich jetzt noch die, die es so noch im Sortiment gibt. Da ich sie schon zu Hause hatte, habe ich sie mir jetzt auch nicht neu gekauft. Machen wir weiter mit dem Lidschatten. Und zwar hatte ich da wirklich richtig Struggle, was das Aussuchen der Lidschattenpaletten angeht. Beziehungsweise ich konnte mich nicht für eine Palette entscheiden. Und ich wollte jetzt auch nicht so viele nehmen, weil letztendlich nutze ich die für ein Video und das war's. Ich hatte vorher eine andere in meinem Warenkorb. Also in meinem Körbchen drin. So, dann habe ich aber mir die Palette nochmal angeguckt, das Ganze auf mich wirken lassen, mir so gedacht, was willst du eigentlich? Dann habe ich, als ich die Palette nochmal aufgemacht habe und so ein bisschen nachgedacht habe, was man daraus machen könnte, gesehen oder mir ist besser gesagt aufgefallen, dass dort nur eine einzige matte Farbe drin war. Fand ich nicht so geil. Und es war ein sehr, sehr dunkelbraun. Heißt, es war nicht mal so ein Transition Color, wisst ihr? Von daher habe ich mich jetzt tatsächlich für eine andere Lidschattenpalette entschieden, die ich auf jeden Fall auch im Alltag weiterverwenden würde. Es sind Alltagsfarben und zwar ist das die Savage D Bangkok Eyeshadow Palette. So schaut sie aus und so schaut sie von innen aus und sie kommt auch mit einem Spiegel. Was ich super finde, wir haben hier viele neutrale Alltagstöne, viele Nude-Töne, viele Brauntöne, 3 Schimmertöne, der Rest ist matt. Weil ich mir gedacht habe, das ist zu langweilig, wir brauchen ein bisschen Farbe, habe ich mir mal die Single Eyeshadows von Essence angeguckt und tatsächlich einen spannenden Ton gefunden. Ja, ich habe eine spannende Lidschattenfarbe gefunden, die, wo ich mir dachte, okay, das bringt, glaube ich, ein bisschen Pep in das Ganze rein. Und zwar habe ich mich für die Farbe 06 Monday entschieden und das ist so ein richtig schönes Königsblau. Also ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal in diesen hellen Ton reingehen und mein Augenlid auf jeden Fall mal fixieren, weil ich mich jetzt dazu entschieden habe, es doch zu tun. Es kommt super viel auf meinen Pinsel drauf, wie ihr sehen könnt, aber es hat schon etwas Kickback. Das ist aber nicht so schlimm, das finde ich nicht so schlimm und ich gebe mir das jetzt einfach mal so komplett über mein Auge drauf.
Und ihr seht, da kommt auch Farbe mit runter. Also sieht nicht schlecht aus. Jetzt sind meine Augenlider auf jeden Fall super vorbereitet. Also jetzt können wir richtig starten. Und zwar benutze ich jetzt erstmal diesen Nude-Ton. Das wäre, glaube ich, so ein schöner Ton für in die Lidfalte. Vielleicht wird er für mich zu hell sein. Aber wir gucken einfach mal. Ich gebe mir das jetzt mit demselben Pinsel einfach mal so in die Lidfalte hier rein. Und ja, tatsächlich, es gibt einen Hauch Farbe ab. Für hellere Hauttypen wird das ein super Transition Color sein. Für mich ist es eher hautfarbend. Also es hätte jetzt, denke ich, auch keinen Unterschied. Also ihr seht jetzt den Unterschied, ne? Aber ich glaube, für mich hätte es jetzt auch keinen Unterschied gemacht, hätte ich jetzt mit diesem Ton mein Lid tatsächlich gesettet. Dann werde ich jetzt in diesen Ton hier reingehen. Das ist halt so ein normales Braun, würde ich sagen. Es kommt extrem viel Produkt. Ich klopfe ein bisschen ab so. Und das setze ich mir auch in die Lidfalte. Merk jetzt schon, es lässt sich direkt ausblenden. Ich baue auf und verblende und baue auf und verblende. Dann nehme ich mir einfach mal so einen Blenderpinsel, der ist ein bisschen fester. Und ich gehe in die beiden Töne rein. Ich wechsle einfach so ein bisschen und gebe mir das einfach nochmal so ein bisschen Tiefe hier reinzubringen. Ich habe hier drei wunderschöne Schimmertöne. Ich habe mir ja gedacht, ich mache dieses Blau. Aber das sind auch super schöne Farben. Also ich denke, mit der Palette kann man als Anfänger überhaupt nichts falsch machen. Ihr habt hier alles, was ihr braucht. Ich werde mir jetzt eine Cut-Crease ziehen und in dieser Zeit werde ich meinen Kamera-Akku aufladen. Ich benutze zum Cut-Creasen diesen Concealer. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin zurück. Ich werde mir jetzt diesen blauen Lidschatten auf meine Cut-Crease geben. Und ich bin so gespannt, wie der aussieht, Leute. So, ich gehe jetzt mal mit dem Pinsel rein, weil einfach hier so Stellen sind, an die ich nicht drankomme mit dem Finger. So, Leute, ich habe hier jetzt noch ein Puder von Essence, das nennt sich Brighten Up Banana Powder. Ich bin gespannt, ob es das Make-up ruiniert, denn ich werde es mir jetzt unter die Augen aufgeben. In der Hoffnung, dass hier noch etwas mehr Deckkraft jetzt unter meine Augen kommt. Dazu nehme ich wieder diesen Pinsel und ich sehe jetzt schon einen direkten Unterschied. Als Eyeliner benutze ich jetzt den Liquid Ink Eyeliner in Waterproof. Das ist der ganz normale Standardliner. Ich liebe den. Auch wenn das hier ein Essence-Video ist, ich benutze den auch sonst immer. Und ich gebe mir dann einen relativen, ja, so einen Wing, wie eben hier so. So ungefähr. Habe das Gefühl, die eine Seite sieht ganz anders aus als die andere Seite. Aber ganz ehrlich, Leute, ich werde mir jetzt auf meinen unteren Wimpernkranz die beiden Töne auf und mische die so. So, dann nehme ich meine Mascara und zwar benutze ich die Lash Princess Mascara. So schaut die aus und die hat mich einfach optisch am meisten angesprochen. Auch das Bürstchen hat mich am meisten angesprochen. Ich bin so ein bisschen durchgegangen und die werde ich jetzt benutzen. Oben und unten. Ich habe jetzt tatsächlich von Essence keinen einzigen Kajal, außer den Essence Kajal Pencil in Weiß. Also ich weiß nicht so ganz, ob das gut aussehen würde. Wir können es eigentlich auch mal ausprobieren. Ich mache das jetzt erstmal auf dieser Seite. Kann man machen, glaube ich. Ich gebe mir jetzt noch in den Augeninnenwinkel diesen goldenen Ton hier auf, der schimmert. Ich habe euch übrigens auch noch abgefilmt, wie die Farben geswatcht aussehen. Die blende ich euch jetzt hier auch mal ein. So, dann benutze ich das You Better Work Fixing Spray. Und das ist irgendwie so gym-proof. Da frage ich mich, wer geht denn mit Make-up ins Fitnessstudio? Da gab es ja so einige Sachen, die so fitness-proof, waterproof waren. Ihr könnt mich erzählen, dass ihr mit Make-up ins Fitnessstudio geht. Gut, dann gebe ich mir das jetzt mal auf. Es riecht sehr frisch, sehr angenehm. Jetzt fehlt uns natürlich noch unser Highlighter. Ich werde jetzt aber erstmal meine Lashes aufkleben und dann machen wir weiter. Boah, ich finde immer, Lashes machen so einen großen Unterschied. Das macht einfach alles. Das macht einfach den gesamten Look aus. Jetzt werden wir den Highlighter benutzen. Und zwar aus dieser Palette, wie vorhin schon erwähnt. Ich benutze den goldenen Highlighter, weil der ist mir, glaube ich, etwas zu hell. Irgendwie
boomt es mich gerade nicht. Also okay, er ist sehr präsent, aber irgendwie, ich gehe jetzt nochmal mit dem drüber, weil das ist einfach so mein Highlighter-Pinsel. Es ist schön, es muss einfach so wow machen und das hat es gerade einfach nicht. Moment, ich sprühe nochmal mein Gesicht an. Ich nehme alles zurück. Dann kommen wir jetzt zu den Lippen. Und zwar benutze ich jetzt den Soft Contouring Lip Liner in 03. So schaut er aus. Den hatte ich auch schon da. Damit line ich jetzt meine Lippen. Dann habe ich einen Color Boost Mad About Matte Liquid Lipstick. Der ist auch matt und ich glaube, ich gebe mir den auf. Das ist so ein Nude-Ton und ich habe den geswatcht im DM und habe mich so verliebt in diese Farbe und dachte mir, den muss ich haben. Den muss ich haben, selbst wenn ich noch eine andere Lippenkombi finde, die ich irgendwie tragen sollte im Video und für euch vorstelle, ich muss es halt einfach haben. Und ich bin super gespannt, wie das jetzt auf den Lippen aussieht, weil auf dem Handrücken sieht es immer ganz anders aus. Deswegen, jetzt mal gespannt. Das ist halt so meine Farbe. Ihr könnt das Ganze jetzt natürlich matt lassen. Es sieht super schön aus, matt. Ich habe aber einen liebsten Lipgloss von Essence. Das ist einfach mein Lieblings-Lipgloss. Den habe ich euch schon in meinem Lipgloss-Video gezeigt. Da stelle ich euch meine liebsten Lipglosse vor, die auch günstig sind. Ich finde einfach, Lipglosse machen die Lippen optisch nochmal voluminöser und einfach... Und deswegen werde ich mir jetzt meinen liebsten Lipgloss aufgeben und das ist der Shine 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 Lipgloss in der Farbe, jedenfalls der pinke, ich weiß leider nicht welche Farbe, aber das ist der pinke hier. Und den gebe ich mir drüber, weil ich liebe einfach Lipgloss, das ist, ihr könnt es matt tragen, aber ich, ach, guck mal. Dann sind wir auch am Ende angekommen und ich würde dann auch jetzt mal sagen, das war's mit diesem Video. Das ist der fertige Look, bin sehr positiv überrascht von vielen, vielen Produkten. Ich hätte nicht gedacht, dass manche Produkte wirklich so gut sind, wie sie dann letztendlich halt waren. Das Einzige, was mir wirklich absolut gar nicht gefallen hat, war die Foundation. Nicht nur, weil die Foundation dann irgendwie heller geworden ist oder halt auch wirklich einfach ein bisschen zu hell war. Die hat sich auch nicht gut verteilen lassen und zum Beispiel auf meiner Stirn befindet sich zurzeit fast gar keine Foundation, also wirklich fast nichts. Es kann natürlich auch am Primer liegen drunter. Deswegen müsste ich diese beiden Sachen nochmal nicht in Kombination probieren, sondern einfach mal den Primer mit einem anderen Make-up, also einer anderen Foundation und vielleicht auch mal die Foundation mit einem anderen Primer drunter, weil sie auch super schnell angetrocknet ist. Ich hatte nicht genügend Zeit, um die Foundation eben zu verteilen. Das, was mir besonders gut gefallen hat, jetzt abgesehen von allen anderen Produkten, auch jetzt so vom Lipgloss und so, das ist auch so mein Favorite, aber das, was ich so neu für mich entdeckt habe, ist definitiv die Blush and Highlighting Palette. Ich finde den Blush unfassbar schön. Ich zeige euch nochmal den Inhalt. Den dunklen Blush finde ich super schön und der helle Blush bestimmt auch bei helleren Hauttypen. Und alles in allem, ich bin super zufrieden. Ich bin echt, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt und auch schlimmer erwartet. Ich finde alles in allem, der Look ist ganz gut geworden, oder? Was denkt ihr? Was denkt ihr über diesen Look? Wie findet ihr den? Vielleicht habe ich auch eine ganz falsche Wahrnehmung. Schreibt mir es gerne mal in die Kommentare. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, seid gespannt. Es werden auf jeden Fall noch mehrere Full Face of der und der Marke online kommen auf diesem Kanal. Und natürlich alle Credits gehen an Hatice Schmidt, weil ich einfach diese Video-Idee einfach bei ihr so explodiert ist und natürlich ich auch von ihr inspiriert wurde. Natürlich würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet und mir ein kostenloses Abo da lassen würdet. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, wir verabschieden uns voneinander und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.